Immer wieder schreiben mir Leute freundliche Botschaften wie, lass dich impfen. Und man könnte das vielleicht nett gemeint missverstehen im Sinne von, hey, ist eigentlich dein Impfstatus und dein Gesundheitsstatus auf dem aktuellen Stand? Und gerade jetzt aktuell, wo es langsam wieder wärmer wird, fangen auch die Zecken wieder an zu krabbeln. Und wenn ihr in Süddeutschland lebt oder in Sachsen, dann lebt ihr in einem FSME-Risikogebiet. Und es wäre wirklich angebracht, euch dagegen zu schützen. Also vielleicht ist damit die Botschaft ja auch schon, schau mal, ob deine Zeckenschutzimpfung noch aktuell ist. Nein, aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Leute, die schreiben, lass dich impfen, das sind Impfgegner. Und die glauben daran, dass Impfungen gefährlich sind, krank machen oder sogar den Tod bringen. Und wenn sie schreiben, lass dich bitte impfen, schreiben sie, ich hoffe, du stirbst bald. Weil du Sachen sagst, die ich nicht hören möchte. Und Sachen denkst, die ich nicht denke. Und dementsprechend hast du es verdient, bald drauf zu gehen. Das sind Extremisten, das sind Hetzer, Leute, die ihren Angst und ihren Wahnsinn freien Lauf lassen wollen, indoktriniert von Menschen, die das alles im Internet verbreiten, aus diversen Gründen, sicherlich auch um Geld zu verdienen, natürlich neben der Sozialhilfe. Doch Impfungen sind keine Magie oder Grundlage für eine geheime Verschwörung, die die Menschen bösen Eliten gefügig machen soll, sondern eine der wichtigsten Entdeckungen moderner Medizin und einer der wichtigsten Gründe, warum die Kindersterblichkeit in Deutschland seit der Industrialisierung dramatisch gesunken ist, wir im Durchschnitt länger leben und einige Krankheiten in Deutschland inzwischen als nahezu ausgestorben gelten. Impfungen haben so die Pocken, Tetanus, Röteln, Polio oder auch die Diphtherie ausgerottet. Mein Großvater litt noch unter den Folgen einer Polioerkrankung, die in seiner Kindheit keine Seltenheit, sondern die Regel war. Heute ist das nahezu unvorstellbar. Wir sind einen langen Weg gegangen, seitdem der Landarzt Edward Jenner entdeckte, dass Mägde, die sich die Rinderpocken zuzogen, nicht an den echten Pocken erkranken. Das war 1796. 1807 führte Bayern und Hessen als erste Regierungen überhaupt eine Impfpflicht gegen die Pocken ein. Seit 1979 gilt die Krankheit dank Jenners Entdeckung als ausgerottet. Die Idee dahinter ist so simpel wie genial. Gibt dem Körper eine Möglichkeit, Abwehrkörper gegen Krankheiten zu entwickeln, ohne dabei wirklich krank zu werden. So kann er im Falle einer Krankheit dann schnell und effektive Verteidigungen aufbauen. Und seit der Corona-Pandemie können wir sogar einen Schritt weiter gehen, indem wir dem Körper direkt die Baupläne geben, ohne dass er vorher diese selbst entwickeln muss. Diese neue Biotechnologie macht nun wieder vielen Menschen Angst. So wie die Impfungen mit inaktivierten Viren vor Jahrzehnten den Menschen Angst machten. Und diese Ängste muss man zu einem gewissen Grad verstehen, weil eben in unseren Köpfen inzwischen auch Hollywood wohnt. Mit bösen Schurken, abgrundtief verdorbenen Handlangern, mit Nanotechnologien und mit Impfungen und Krankheiten, die am Ende zum Ende der Welt führen. Mit Ausnahme bildet hier eigentlich nur, ja, Last of Us, wo es ein Pilz ist, der alle zu Zombies macht. Gegen das Coronavirus haben sich über 63 Millionen Menschen allein in Deutschland impfen lassen. Und von Anfang an riefen andere Menschen, dass sich schon bald die Leichenberge in den Straßen türmen werden. Und ja, was weiß ich. All das ist ausgeblieben. Stattdessen ist die Pandemie vorbei. Auch wenn wir leider diesen Erfolg nicht mehr mit allen Menschen feiern können, mit denen wir gerne das jetzt feiern würden. Geht mir auch persönlich so. Leider kann man sich nicht gegen Unvernunft impfen lassen. Das würde vielen Menschen sehr helfen. Gerade denen, die sich immer noch zu Impfsymposien treffen, um dann Angst vor Impfstoffen zu machen. Gut, die leben davon. Neben der Sozialhilfe. Aber es würde denen helfen, die heute so gegen Impfungen sind, dass ihre Kinder nicht impfen lassen, selbst aber als Kinder eine umfassende Immunabwehr mit in den Staat ins Leben bekamen. Und jetzt ihrem eigenen Nachwuchs das vorenthalten. Mit allen möglichen schrecklichen Konsequenzen. Und es würde sicherlich denen helfen, die heute hausieren gehen und allen, die es hören wollen, erzählen, wie schrecklich sie durch Impfschäden verstümmelt sind und bald daran sterben werden. Und auf Telegram das jetzt schon seit Jahren machen. Bitte also weiter fleißig spenden. Und nein, nein, nein. Es sagt keiner, dass Impfungen immer und in jedem Fall ohne Nebenwirkungen sind. Das wäre ja auch dämlich, das zu sagen, weil es nicht stimmt. Für einige wenige können sie sogar sehr gefährlich sein und ernste Konsequenzen mit sich bringen.
Aber gerade für diese Menschen lassen sich eben auch die anderen impfen. Denn diese Anomalien können wir durch einen breiten Impfschutz auch schützen. Das ist Solidarität, Menschenliebe und Miteinander. Auch wenn wir diese Werte nicht trommelnd auf Demos durch die Welt brüllen, sind sie hier klar zu finden. Und wir haben in der Pandemie immer von denen gesprochen, die sich von Angst, Wut und Verzweiflung haben mitreißen lassen. Wir haben aber viel zu wenig von denen gesprochen, die das eben nicht getan haben. Von der Mehrheit. Vielleicht verstehen Menschen, die anderen ins Gesicht brüllen, dass sie sich impfen lassen sollen, deswegen nicht, warum dieser Spruch nicht als Beschimpfung, Beleidigung oder sonst was herhalten kann, weil er nichts davon ist. Es ist ein Satz wie, das Gras ist grün, der Himmel ist blau oder Döner wird immer teurer. Es ist einfach die Artikulation einer für viele Menschen selbstverständlichen Gewissheit. Und wer solche Sätze sagt, in einem negativen Sinn, beweist vor allem seine geistige Armut. Aber diese Leute dürfen geistig verarmt sein. Steht ihnen frei in diesem Land. Auch wenn ich mir für ihre Kinder und Kindeskinder wünschen würde, dass diese ebenfalls ohne Angst vor eigentlich ausgestorbenen Krankheiten aufwachsen dürfen und ein langes und gesundes Leben führen. Weil Kinder nichts für die Dummheit ihrer Eltern können. Liebe Impfgegner, ihr stellt die falschen Fragen. Denn zu kritisieren, dass die Kapazitäten von Pharmakonzernen mit Steuergeldern während der Pandemie aufgebaut wurden, die Gewinne aber am Ende das Privatvergnügen dieser Konzerne waren, das kann und muss man sehr wohl kritisieren. Denn das ist Raubtierkapitalismus vom Allerfeinsten geboren in der größten Not. Aber irgendwie macht das kaum einer, oder? Komisch, warum nicht? Also, werft einen Blick in euer Impfbuch. Gerade wenn ihr in Süddeutschland oder Sachsen lebt oder dort in diesem Jahr Urlaub machen möchtet. Zeckenbisse, glaubt mir, sind kein Spaß und können im dümmsten Fall Probleme für das restliche Leben machen. Ich habe so einen Fall in der Familie. Und auch sonst gilt, achtet bitte auf einen aktuellen Impfschutz, gerade wenn ihr in Urlaub fahrt in Gebiete, wo vielleicht sowas mal relevant wäre. Danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen. Und wenn es dir gefallen hat und du gerne mehr davon sehen würdest, lass mir doch ein Abo und ein Like da. Dann sehen wir uns öfters. Wäre eine coole Sache. Und natürlich würde es mich interessieren, bist du schon gegen die Zecken geimpft? Oder hast du irgendwie Schutzimpfungen ausgelassen? Schreib mir einfach mal einen Kommentar, wäre natürlich sehr interessant. Vielleicht hast du auch Tipps für die Community, was man braucht, was man nicht braucht, wenn man irgendwo hinfährt, zum Beispiel jetzt im Urlaub, wenn wieder Sommer wird. Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn du noch mehr bekommen möchtest von diesem Kanal, von mir, von meiner eloquenten Art, Dinge aus Tassen zu trinken, dann kann ich dir jetzt nur dieses Video empfehlen, was dir der super schlaue Algorithmus empfiehlt. Das Ziv aus Tassen trinken, das kann der Wolvi einfach gut. Und jetzt kann ich nur sagen, bleib untot, wir sehen uns bald wieder.